Lehrstellenbörse 2013, Langnau. Hier treffen sich Betriebe, die eine Lehrstelle anzubieten haben, mit Schülerinnen und Schülern, die noch eine Lehrstelle suchen. Organisiert hat der Anlass vom 13. und 14. September die Junge Wirtschaftskammer Emmental. Das ist eine lokale Gruppe vom Internationalen Service Club Junior Chamber International. Was ist der Sinn von diesem Anlass? Dazu der Markus Vögeli vom OK. Wir haben hier 33 Firmen aus dem Emmental, die ihre freien Lehrstellen hier präsentieren und Berufe, die sie ausbilden. Das Ziel ist, dass die Schüler hier Betriebe finden, die diese Berufe anbieten, die sie lernen wollen. Und wenn möglich, natürlich können schon einen Termin vereinbaren für eine Schnupperlehre und so eigentlich schon in Richtung Lehrvertrag alles können anbahnen. Betriebe machen es den Jugendlichen möglichst einfach, an Lehrstellenbörse mit ihnen in Kontakt zu treten. Wettbewerbe bieten einen lockeren Einstieg in ein tieferes Gespräch. An den Stängen, die Besucher selber Hang anlegen können, ist es für Berufsleute ebenfalls leicht, mit den Jugendlichen in Kontakt zu kommen. Guten Anklang findet der Service vom Berufsinformationszentrum BITS. Die Jugendlichen können dort ihre Bewerbungsunterlagen von Fachleuten prüfen. Dort hören sie, ob sie mit ihrer Bewerbung auf dem richtigen Weg sind oder sie bekommen Tipps, was sie vielleicht noch anders machen sollten. Ebenfalls rege genutzt wird das Angebot von einem Übungsvorstellungsgespräch. Geführt wird das Gespräch von Ausbildungs- und Personalverantwortlichen oder von Lehrmeistern. Ihr gebt das Gespräch Sicherheit für ein bevorstehendes Richtungsvorstellungsgespräch, sagt die junge Frau nach der Übung an Lehrstellenbörse. Sowohl bei den Jugendlichen wie bei den Lehrbetrieben ist die Lehrstellenbörse gut angekommen. Wir haben Gespräche geführt, wir haben 5 spannende Gespräche mit jungen Leuten. Ob das natürlich nachher Lehrstellen daraus wird, das wissen wir nicht. Bei uns müssen alle zusammen einmal schnuppern, so dass sie eigentlich auch sehen, gefällt mir der Beruf. Und auch für uns muss es natürlich ein Zeichen sein, gefallen uns die Lehrlinge auch während dem Arbeiten, die Angehenden. Und erst dann können wir eigentlich entscheiden, wird es ein Lehrling für uns, ja oder nein. Wenn es nach dem Willen der Organisatoren geht, wird die Lehrstellenbörse im nächsten Jahr wieder durchgeführt.